Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute erklären wir euch den Laborversuch Messung der Viskosität nach Blockfeld. Da vor uns ein Video aufgenommen wurde zum Thema Rheologie und bestimmte Grundbegriffe bereits erklärt wurden, vertiefen wir uns hier mehr zu unseren Laborergebnissen. Das Video verlinken wir euch dann in der Beschreibung. Kommen wir nun zu den Inhaltsverzeichnis. Zuerst gehen wir auf das Rotationsviskosimeter ein, dann zur Versuchsdurchführung und zuletzt diskutieren wir über unsere Ergebnisse. Zur Bestimmung der Viskosität wird ein Rotationsviskosimeter nach Blockfeld verwendet, welches auf dem Bild zu sehen ist. Mit dem Rotationsviskosimeter wird der Messkörper, sprich Spindel, in die zu vermessene Substanz eingetaucht und rotiert mit einer vorgegebenen Drehzahl. Die benötigte Kraft, um diese konstant zu halten, ist ein Maß für die dynamische Viskosität. Alle Blockfeld-Viskosimeter werden mit mehreren Spindeln ausgeliefert, um einen möglichst großen Viskositätsbereich abzudecken. Daher ist die richtige Auswahl der Spindel wichtig. Spindel mit einer großen Oberfläche sind für dünnflüssige, während die mit kleiner Oberfläche für dickflüssige Fluide gedacht sind. In dem Video sieht man, dass wir eine bestimmte Spindel ausgewählt haben, nämlich Spindel Typ 2. Wir haben den Viskosimeter darauf programmiert, indem wir auf Select Spindel und die dafür vorgesehene Nummer getippt haben. Kommen wir nun zu der Versuchsdurchführung. In diesem Versuch untersuchen wir vier verschiedene Flüssigkeiten auf ihr rheologisches Verhalten: Olivenöl, Ketchup, Honig und Stärke bzw. Maisstärke. Es wurde eine zeitunabhängige und eine zeitabhängige Messung durchgeführt. Bei der zeitunabhängigen Messung werden 10 Messwerte bei unterschiedlichen Drehzahlen aufgenommen zur Erstellung einer Fließkurve. Bei der zeitabhängigen Messung werden die Flüssigkeiten bei niedriger, bei hoher und wieder bei niedriger Umdrehungszahl gemessen, wobei sich die Zeit um einige Sekunden bis Minuten verlängert. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wie ihr hier erkennen könnt, ist auf der linken Seite die zeitunabhängige und rechts die zeitabhängige Messung dargestellt. Anhand der Diagramme sieht man, dass Öl ein newtonisches Verhalten aufweist. Dies wird veranschaulicht, dass mit steigender Schergeschwindigkeit die Viskosität sich nicht großartig verändert, wie auch in Abhängigkeit der Zeit. Stärke ist ein nicht newtonisches Fluid. Wieder die Fließkurve bewertet, erblickt man, dass Stärke sich dilettant verhält. Das bedeutet, dass die Viskosität mit steigender Schergeschwindigkeit zunimmt. Die Viskosität in Abhängigkeit der Zeit zeigt uns kein eindeutiges Ergebnis, ob Stärke bzw. Maisstärke ein rheopexes Verhalten aufweist. Die Rheopexie ist die Eigenschaft eines Fluids, bei der die Viskosität in Abhängigkeit der Zeit bei konstanter Schärung ansteigt. Zuletzt vergleichen wir Honig und Ketchup, da beide auch nicht newtonische Fluide sind. Wenn man die Fließkurven beider Flüssigkeiten vergleicht und analysiert, stellt man fest, dass bei hoher Schärung die Viskosität abnimmt. Dieses Verhalten bezeichnet man als strukturviskos. Die Messwerte für Honig und Ketchup in Abhängigkeit der Zeit zeigen unterschiedliches Verhalten. Bei Honig nimmt die Viskosität in Abhängigkeit der Zeit ab und nach beendigter Schärung kehrt es nicht wieder in die Ausgangsviskosität zurück, wie bei Ketchup. Denn Ketchup besitzt ein thixotropisches Verhalten. Hier noch ein kurzes, zusammengeschnittenes Video, welches das praktische Arbeiten repräsentiert. Zu sehen ist die zeitunabhängige Messung. Dabei werden die 10 Messwerte, wie gesagt, bei unterschiedlicher Umdrehung aufgenommen. Allerdings war es darauf zu achten, dass die Messwerte erst abgelesen wurden, bis diese halbwegs konstant geblieben sind.